Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fast and Dirty. In diesem Kapitel werden wir uns mit dem Render-Target beschäftigen und damit auch ein 3D-Widget erstellen, das sozusagen 3D-Objekte auf einer zweidimensionalen Ebene abbildet. Gut, ich zeige euch das jetzt mal kurz. Wir haben jetzt hier eine Art Kinoleinwand, wo praktisch ein kleiner Table Dance stattfindet. Und hier sieht man auch, dass das eine Plane ist, so dass wir das von der Seite eben wegen 2D gar nicht mehr sehen können. Und zum anderen werden wir ein 3D-Widget erstellen. Dieses 3D-Widget ist sozusagen auch bedienbar. Das heißt, wir können hier Objekte auch drehen, und zwar im zweidimensionalen Raum. So, dann viel Spaß beim Mitmachen. In diesem Tutorial verwende ich ein Third-Person-Template mit Starter-Content. So, damit wir das Thema Render-Target etwas besser verstehen können, werde ich nun kurz eine kleine Einführung machen. Dazu stellen wir uns einen neuen Ordner, New Folder, den nennen wir jetzt zum Beispiel Render-Target. Und in diesem Render-Target, man kann sich schon denken, erstellen wir uns ein Render-Target. Das heißt, wir gehen hier, rechte Maustaste, Materials and Textures, und hier ist es auch schon Render-Target. Das nenne ich jetzt einfach mal Texture-RT für Render-Target. So, dann ist es auch erstellt, und per Doppelklick können wir uns das Ganze mal anschauen. Ich klinke es jetzt hier oben mal ein. Da sieht man jetzt nichts, das ist jetzt schwarz aktuell. Das Render-Target ist dazu da, dass man was projiziert oder es mit einem Material verknüpft. Man kann also praktisch eine Projektion über die Kamera machen, und dann wird hier sozusagen dann das, was auf der Kamera eingefangen wird, auch dargestellt. Aber das werden wir jetzt uns in dem Tutorial dann später noch erarbeiten. Hier oben in View sieht man, wir haben hier Red, Green, Blue und Alpha-Kanal. Und dementsprechend hier drüben gibt es die Size, also die Größe von dem Ganzen. Und hier unten ist es das Pixelformat, das ist zuständig, wie viele Farbkanäle dass diese Texture haben darf. Ich gehe jetzt hier oben einfach mal auf 1024, dann ist es nicht so pixelig und etwas besser aufgelöst. Und dementsprechend speichern wir das wieder ab und wechseln wieder auf unsere Map. Jetzt holen wir uns hier oben ein sogenanntes Scene Capture 2D Objekt. Das ziehen wir jetzt hier mal rein. Das ist jetzt auch so eine Kamera. Die können wir jetzt hier dann auch zum Beispiel auf unserem Player richten. Und wenn man jetzt hier sozusagen bei dieser Scene Capture 2D sozusagen runterscrollt, kommt hier das Texture Target, und da kommt unser Texture Render Target mit hinein, und hier sieht man jetzt auch schon, dass diese Kamera das Ganze einfängt und auf unser Texture projiziert. Wenn man das jetzt doppelklickt, dann könnte man meinen, da läuft was falsch. Nein, das ist nicht so, sondern hier ist Default der Alpha-Kanal auf 0. Das heißt, es ist 100% transparent. Das heißt, wenn wir hier den Alpha-Kanal ausschalten, dann sehen wir auch schon unser Bild. So, jetzt werden wir uns das Ganze mal daneben stellen. Und ich würde jetzt hier sozusagen mit diesem Charakter etwas umeinander fahren, dann würde man schon sehen, dass es hier praktisch eine Live-Schaltung ist. Wenn wir jetzt mal auf Play gehen, dann werden wir sehen, dass das Ganze sozusagen ein Live-Video von den Geschehnissen vor der Kamera darstellt. Gut, dann stoppen wir das Ganze wieder. Zur Veranschaulichung hier noch die Pixelformate. Da ist es praktisch so, dass wir hier alles benutzen, alle Kanäle. Dann kann man hier zum Beispiel nur auf dem roten mit 16-Bit gehen. Das ist praktisch die Hälfte von den üblichen 32-Bit, die benutzt werden. Und da kann man natürlich dann schöne einzelne Kanäle raussuchen oder dementsprechend andere Effekte. Gut, damit könnt ihr einfach mal ein bisschen rumspielen. Das ist jetzt so die Basisinformation zu dem Ganzen. Und jetzt schließen wir das wieder und werden jetzt erst einmal unser Scene Capture 2D wieder aus der Map entfernen. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit besteht darin, das Render-Target mit einem Material zu verknüpfen.
Dazu erstellen wir uns ein Material, rechte Maustaste, Material, und das wird jetzt unser sogenanntes Render-Target-Test-Material zum Beispiel. Per Enter geht es dann auch schon auf und dementsprechend können wir uns hier jetzt ein Material erstellen, das wir dann anschließend mit dem Render-Target verbinden möchten. Gut, als allererstes stellen wir hier mal ein auf Unlit, weil auf dieses Material generell sowieso kein Licht von der Welt auftreffen wird. Dazu können wir das gleich auf Unlit stellen, dann benötigen wir nicht unnötig Ressourcen. So, dann haben wir das so gestellt und jetzt werden wir da einfach mal ein kleines Material erzeugen, zum Beispiel eine Noise. Da haben wir auch schon eine Noise. Und die Noise verbinden wir hier jetzt mit der Emission Color und dementsprechend brauchen wir hier noch eine Texture Coordinate, die bekommen wir rechte Maustaste, Coordinate, hier unten ist es schon, und dazu nehmen wir noch eine Konstante, die nehmen wir mit 1 linke Maustaste und die Texture Coordinate ist Default auf U-Tiling, V-Tiling 1, also bleibt 1, da passiert jetzt auch nicht viel. Hier sieht man auch schon ein neues und das Ganze machen wir mit Append. Das heißt, nehme mit A und linke Maus kommt ein Add, dann mache ich hier so Append und dann nehme ich ein Append, ein Maus Append Vektor und dementsprechend kommen hier diese zwei rein und das Ganze in die Position. Und da sehen wir hier auch schon, dass sich da dieses neues Schema auch schon etwas ändert. Gut, das wäre jetzt einfach mal so ein kleines Beispiel für ein Material und das speichern wir jetzt ab. Dann geht es zurück auf unsere Map und jetzt ist natürlich noch die Problematik, dass noch nicht feststeht, wie wir jetzt unser Material mit diesem Render-Target verknüpfen können, weil wir haben ja hier nichts, wo wir ein Material zuweisen können. Dafür benötigen wir jetzt die sogenannten Editor Scripting Utilities. Die findet man unter Plugins, Built-in und dann Editor Scripting Utilities. Also bei wem es noch nicht enabled ist, dann bitte enablen. Möglicherweise müsst ihr auch die Engine neu starten, das weiß ich jetzt auswendig nicht. Auf jeden Fall, das brauchen wir jetzt aktiviert. Gut, wenn wir das aktiviert haben, dann können wir hier rechte Maustaste, dann müsste das zur Auswahl stehen, Editor Utilities, und da gibt es die Editor Utility Blueprint und die Editor Utility Widget. Wir benötigen aktuell ein Editor Utility Blueprint und da gibt es auch wieder wahnsinnig viel zur Auswahl. Das erkläre ich jetzt aber nicht alles, das wäre eigentlich ein neues Tutorial. Die wichtigsten sind in dieser Auswahl die Action Utility und die Asset Action Utility. Wir nehmen uns jetzt eine Asset Action Utility und dementsprechend haben wir dann unten dieses Blueprint schon erstellt. So, was macht das jetzt? Also hier kann man sozusagen Funktionen definieren, die man dann über die rechte Maustaste auswählen kann. Momentan ist bei uns nichts drin, weil wir haben kein einziges definiert. Die kommen dann hier in der Auswahl und dann kann man diese Funktionen direkt aufrufen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier eine Funktion schreibe zum Beispiel, dass ich jetzt irgendwelche Farben ändern möchte oder Materialien an verschiedene Objekte zuweisen möchte, dann kann ich Multiselect machen. Ich wähle die einfach im Content Browser alle aus. Dann kann ich da rechte Maustaste drauf machen. Dann rufe ich die Funktionen, die hier drin definiert sind, in verschiedenen einzelnen Blueprints. Die kann ich dann aufrufen oder alles in eine packen. Kann man ja mehrere Funktionen auch definieren. Und dann werden bei sämtlichen Meshes eben zum Beispiel die Materialien gleichzeitig auf einmal geändert im Content Browser, sodass man nicht einzeln da jeweils noch durchschalten muss. So, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Wir machen das jetzt hier auf. Das heißt, wir machen eine neue Funktion. Wir wollen jetzt eine Funktion machen, die unser Material zu unserem Render-Target zeichnet. Das nenne ich dann Draw Material to Render Target. So, das ist meine Draw Material to Render Target. Und wie es der Name schon sagt, brauchen wir jetzt eine Node, die ähnlich klingt. Draw Material to Render Target. So,
Diese Node benötigt ein World Context Object. Da müssen wir uns noch überlegen, was wir da brauchen. Dann das Texture Render Target, da haben wir nur eins. Dann nehmen wir unser Texture Render Target und das Material, das wäre unser RT-Test, nicht ETR, sondern RT-Test Material. So, und jetzt geht es noch darum, dass wir eben diesen World Context Object brauchen. Das heißt, das kriegen wir hier über GetWorld. Und da gibt es jetzt zwei zur Auswahl, GetEditorWorld, GetGameWorld. Wir wollen ja im Content-Browser was verändern, das heißt, wir nehmen hier die EditorWorld. Das muss jetzt hier verknüpft werden, dann kommt das wieder hier rein und diese Value in den WorldContextObject. So, und jetzt speichern wir das Ganze ab, Compile Save. Wenn wir jetzt zurückgehen, dann können wir hier sehen, das ist ja praktisch noch von unserem 2D-Capture und dementsprechend können wir jetzt hier die rechte Maustaste drücken. Hier taucht unser Scripted Action auf mit der Funktion DrawMaterialToRenderTarget. Und das Material, das haben wir ja vorher noch erstellt, das war das mit der Noise. Und wenn wir das jetzt anwenden, dann wird das Ganze hier auf diese Textur, auf dieses Render-Target gebacken. Ja, noch nicht gebacken, sondern erst einmal nur gedrawt, gezeichnet. Wenn wir den Alpha wieder rausnehmen, sehen wir es auch schon. Und dementsprechend können wir aber jetzt aus diesem Render-Target zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Anwendungsbeispiel, wir können jetzt hier draus ein Static Texture erstellen. So, und jetzt haben wir hier einfach eine statische Textur, die sozusagen dann auch ganz normal verwendet werden kann. So, das war jetzt das eine Beispiel, wie man jetzt sich das vorstellen kann mit dem Render-Target. Und jetzt gehen wir ein bisschen in die komplexere Geschichte. Jetzt werden wir diese Render-Target-Funktion anwenden in einem sogenannten 3D-Widget, damit man mal sieht, was das Ganze so alles kann. Dazu legen wir uns jetzt unter Content einen neuen Ordner an und den nennen wir 3D-Widget. Und in diesem 3D-Widget kommen unsere Widgets hinein und ich werde da mal so ziemlich alles reinpacken, weil es werden nicht so viele einzelne Objekte. Gut, wir beginnen jetzt mit einem Mesh-Objekt, das dann auf diesem Widget dargestellt werden soll. Und ja, das Ganze löst sich dann im Laufe des Tutorials und da werden dann sicherlich alle Fragen dazu beantwortet. Gut, jetzt fangen wir mal an mit einem sogenannten Actor Blueprint, das heißt rechte Maustaste, Blueprint Class Actor und den nenne ich jetzt einfach mal Object, da ich noch nicht weiß, was ich da für ein Static Mesh hineinpacken möchte, das nenne ich jetzt einfach mal Object-BP, ihr könnt es natürlich wieder nennen, wie ihr wollt und per Enter geht es dann auch schon auf. Gut, dann brauchen wir hier Add Component, dann nehmen wir eine Scene und das ist falsch, wir nehmen jetzt erstmal eine Scene und mit dieser Scene ersetzen wir die Default Scene Road, indem wir sie einfach draufziehen. So, gut, dann geht es weiter mit einer Scene Capture. Scene Capture Component 2D, das ist dann wieder die Kamera, die wir vorher schon mal gesehen haben, wo wir unsere Map getrackt haben und wieder Szene markieren, dann wieder Add Component, dann brauchen wir noch ein Static Mesh. Das wäre unser Static Mesh und zu guter Letzt brauchen wir noch ein Light. Genau, nehmen wir noch ein Point Light mit hinein, dann haben wir das jetzt alles schon mal hier drin. Gut, jetzt ordnen wir ein Static Mesh zu, das heißt wir suchen uns was raus, deswegen habe ich hier den Starter Content auch mit reingepackt. Unter Props gibt es ein paar Dinger. Ich nehme jetzt einfach mal so einen Tisch, so ein SM-Table und den weise ich jetzt dem Static Mesh zu. Es ist drüben im Context-Browser markiert, das heißt, ich kann hier einfach auf den Pfeil drücken und dann habe ich mein Table auch schon drin. So, jetzt schiebe ich meine Kamera ein bisschen raus und ein bisschen höher, sodass die den Tisch schön sauber im Bild hat. Dann nehme ich mein Licht noch. Und gehe ein bisschen rüber, ein bisschen vor vielleicht und gebe dem Ganzen nicht die 5000, sondern zum Beispiel mal 300. Gut, was jetzt noch zu beachten ist, das Ganze wird ja praktisch projiziert auf unser Widget. Das ist der ganze Trick an der Sache. Wir bauen hier eine dreidimensionale Szene auf, filmen das ab und schicken einen Livestream rüber als Material zu unserem Widget. Und
Deswegen ist es auch so, dass wir hier jetzt auch den Lichtkanal ändern sollten, weil wir wollen nicht, dass dieses Konstrukt von dem Licht in der realen Welt sozusagen beeinflusst wird. Und da müssen wir jetzt unter Light das Ganze hier erweitern. Und wenn wir noch ein bisschen weiter runtergehen, gibt es hier die sogenannten Lighting Channels. Und die stehen jetzt default auf 0, das ist die World. Und hier gehen wir auf intern nur auf das Blueprint bezogen, also auf Channel 1. Und das gleiche machen wir hier beim Static Mesh. Da wechseln wir auch von 0 auf 1. Gut, also hier wieder aufklappen, Lighting Channels und dann 0 weg und 1 True. Dann auf Compile und Save. Und das wäre jetzt schon mal unser Szenario, das wir dann praktisch auf unser Render Target übertragen wollen. Jetzt weisen wir unser Scene Capture Component 2D noch das Render Target zu. Das finden wir hier unter Scene Capture Texture Target und da wählen wir unser Texture Render Target aus. So, wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und saven und dann wechseln wir hier wieder in unser Render Target, dann sehen wir hier auch schon, dass unser Table sozusagen schon gedrawt ist. Gut, das funktioniert schon mal soweit und jetzt geht es einfach mal weiter mit der Funktionalität. Also was ich jetzt davor habe, ich mache jetzt ein 3D-Widget, wo dieser Table drauf projiziert wird und diesen Table kann man mit der Maus dann auch drehen, sodass ein dreidimensionaler Effekt auf einer zweidimensionalen Ebene entsteht. Gut, dazu brauchen wir den Event-Graph. Diese ganzen Events kommen erstmal weg. Und wir beginnen mit drei Custom Events. Das ist Custom Event. Mit Custom Event. Und die kopiere ich durch mit Steuerung W, Steuerung W. Da brauchen wir jetzt mal insgesamt drei Stück. Der erste heißt, den nennen wir einfach mal Start Rotate. Den zweiten nennen wir mal Stop Rotate. Rotate und den dritten nennen wir Mouse Move, das heißt, er soll sich dann drehen, wenn die Maus bewegt wird, also einfach mal Mouse Move. So, dann brauchen wir zwei Parameter, also zwei Variablen. Die erste heißt zum Beispiel Can Rotate, das heißt, ob er rotieren kann, das ist ein Typ Boolean. Und die zweite Variable heißt Set Rotate Location, genau, wir wollen noch setzen, wo er beginnen soll. Set Rotate Location. Set Rotate Location und da kann man sich schon denken, eine Location ist ein Vektor. Das heißt, wir müssen hier den Variabeltyp auf Vektor umstellen. Jetzt müssen wir unserem Custom Event Start Rotate noch eine Input-Variable mitgeben. Das machen wir aus diesem Grund. Wir werden praktisch in unserem Widget werden wir dieses Objekt erzeugen, also spawnen. Dadurch können wir das sozusagen promote to variable, also zu einer Variable definieren. Und über diese Variable haben wir dann wieder Zugriff auf unser Object BP und können diese Custom Events ansteuern, sodass praktisch die Maus-Events vom Widget auf unser Object BP übertragen werden können. Und dazu benötigen wir einen Input-Parameter und den Input-Parameter, den nenne ich jetzt mal Mouse-Location. Und der Mouse-Location, wir haben ein Widget, das das Ganze rübersendet, das heißt, es wird ein Vektor, aber in diesem Fall ein Vektor 2D, weil unsere Widgets ja nur zweidimensional sind. Gut, das ist praktisch die Start Rotate. Die Stop Rotate benötigt nichts, die bricht einfach nur die Drehung ab. Und der Mouse Move benötigt dann ebenfalls einen Parameter, den wir dann genauso nennen können, Mouse Location. Ihr könnt natürlich auch anders nennen, aber die überschneiden sich ja in dem Fall nicht. Das ist ja nur der Parametername, der praktisch vom Widget dann rübergeschickt wird. So, dann geht es jetzt los. Dann machen wir mal Compile. Dann haben wir die ganzen Sachen schon mal vordefiniert und jetzt brauchen wir sozusagen unser Set Rotate
Start Rotate Location, das habe ich jetzt auch falsch gemacht, sehe ich gerade, weil natürlich die Location ist natürlich ein Vektor, aber wir kommen ja vom Widget, jetzt habe ich mich selber überplappert, das ist natürlich dann auch ebenfalls ein Vektor 2D, sonst funktioniert das Ganze nicht. Gut, dann machen wir hier einfach mal ein Set Rotate Location und die wird gesetzt an der Maus Location, die von unserem Widget dann rüberkommt. Dann, wenn wir praktisch das Objekt anklicken, dann soll diese Rotation auch starten. Das heißt, wir setzen dann sozusagen unser Boolean CanRotate auf True. Und wenn das Ganze anhalten soll, das ist auch sehr einfach, dann machen wir einfach ein SetCanRotate auf False. So, jetzt kommt unser MouseMove. Der MouseMove, der ist natürlich jetzt abhängig, ob er rotieren kann oder nicht. Das heißt, wir machen hier einen Branch. Und dieser Branch fragt ab, ob er can rotate or not. Und dementsprechend müssen wir dann hier die World Rotation setzen. Set World Rotation. Und zwar die World Rotation von unserem Static Mesh. So, das ist diese hier, Set World Rotation Static Mesh, den haben wir hier oben, habe ihm keinen anderen Namen gegeben. Das lasse ich jetzt auch so stehen, das könnt ihr natürlich selber definieren. Wenn ihr mehr Objekte habt, dann würde ich da schon reinschreiben, das ist ein, was weiß ich, eine Stuhl, eine Bombe, keine Ahnung. Und wenn es viele Objekte sind, die auf so einem Widget dargestellt werden sollen, dann würde ich einfach mit einer Pairing-Klasse arbeiten und dann über Child-Klassen das Ganze einfach vererben. Dann müsst ihr bloß noch immer Child-Klassen erstellen und dann nur noch das Static Mesh ändern. Aber aktuell arbeiten wir mit einem ganz normalen Blueprint. Gut, jetzt haben wir hier die World Rotation und jetzt müssen wir schauen, wo wir die herbekommen. Das heißt, wir haben hier eine Maus-Location und diese Maus-Location, die addieren wir jetzt mit Vektor 2D plus Vektor 2D. Die wird jetzt addiert mit unserer Set-Rotate-Location. Die heißt aber nicht Set-Rotate-Location, die heißt eigentlich Start. Sollte eigentlich Start heißen. Die ändere ich nochmal ab, weil das ist viel besser. Das ist die Start-Rotate-Location, das trifft es wesentlich besser. Dann machen wir hier die Start-Rotate-Location, das geht dann hier rein und wird addiert zu der Maus-Location, die vom Widget kommt. Dann müssen wir das Ganze aufbrechen, das machen wir mit einem Break-Vector 2D, das versteht Unreal dann automatisch, da wir nun 2D-Vektor haben. Dann geht es um die X-Geschichte, wir bewegen X sozusagen nach links und rechts und wollen uns ja dann eigentlich, also ich möchte momentan, dass es sich ausschließlich um die Z-Achse dreht. Das heißt, wenn ich X bewege, soll das Objekt um die Z-Achse, also um die Vertikale, gedreht werden. Und damit das passiert, damit es auch ins Negative gehen kann, nach links und rechts funktioniert, macht man hier einfach ein Multiply, wir haben hier einen Float, Multiply Float und das passiert über mal minus 1. Entschuldigung, mal minus 1. Genau, also multipliziert mit minus 1 erlaubt uns dann die Drehung in beide Richtungen. Und jetzt müssen wir wieder einen, hier wird was verlangt, ein Rotator. Das heißt, wir machen hier hinten ein sogenanntes Make Rotator. Make Rotator und wir wollen ja mit dieser X in beide Richtungen die Z-Achse verdrehen und dementsprechend kommt das hier in die Jaw-Geschichte und das Ganze verbinden wir mit der New Rotation. So, jetzt müssen wir lediglich noch die Start-Rotation wieder verändern, weil wir haben ja das Ganze immer, wenn wir drehen, ist der Start wieder an der Stelle, wo es ja jetzt sozusagen hingedreht worden ist. Das heißt, wir nehmen hier die Start Rotation und die setzen wir hier genau zu dem Punkt von der Maus Location, wo das Ganze hingedreht worden ist. Gut, das war es jetzt hier abschließend mit unserem Object BP, das heißt hier ist der Viewport mit dem Scene Capture Component 2D, wir haben ein Static Mesh mit drin, ein Point Light, also darauf achten, dass hier auch die Texture Render Geschichte mit drin ist und dann haben wir hier einen Event Graph, der eben steuert die Startrotation, die Stopprotation und Mouse Move, was die eigentliche Rotation ausmacht. Gut, dann wechseln wir wieder rüber auf unser Map zu unserem Content Browser
und erstellen uns ein Widget, und zwar in unserem Ordner 3D-Widget. Und das wird unser Object-Widget, also für unseren Table in dem Fall. Also nochmal, wie gesagt, wenn ihr mehrere Objekte habt, dann bezeichnet ihr die bitte als Objekt 1, BP, Objekt 2 oder mit dem Namen des Objekts. Und ihr benötigt natürlich dann auch ein Render-Target für jedes dieser Objekte, ein eigenes und dementsprechend auch ein eigenes Objekt-Widget für jedes dieser einzelnen Objekte. Nur nochmal zur Information. Gut, jetzt fangen wir mal an mit einem Widget, User Interface, Widget Blueprint, und das wird jetzt mein Object-WG für Widget. Und in dieses Object-Widget, das besteht jetzt aktuell schon aus einem Canvas-Panel, und da lege ich jetzt einfach unter Common ein Image mit hinein, sodass es innerhalb des Canvas-Panels liegt, also eingerückt ist. Das Image benenne ich jetzt nicht, das brauche ich eigentlich nicht, aber jetzt kann ich diesem Image sozusagen was zuweisen. Und da müssten wir jetzt natürlich unser Render-Target zuweisen. Das können wir jetzt nicht im Sinne eines Bildes machen, sondern da müssen wir uns vorher ein Material erstellen. Das heißt, wir machen hier ein Compile, gehen hier zurück. Jetzt könnten wir uns das Render-Target eigentlich auch mal mit rübernehmen. Ich tue das jetzt einfach mal mit rein. Das tue ich jetzt einfach mal mit rüber in mein 3D-Widget schieben. Dann ist das ein bisschen besser beieinander. Ihr könnt natürlich auch ein neues erstellen und zuordnen, aber ich denke, das ist jedem klar, was ich da gerade mache. Ich schiebe das jetzt einfach mal rüber. Dann nehme ich das Texture Render Target, rechte Maustaste, und erstelle daraus ein Material. Ein Texture RT-Mat, das mache ich jetzt auf. Dementsprechend ist es auch schon da. Und das Ganze wollen wir jetzt so haben, dass es natürlich translucent ist. Das heißt, ich möchte jetzt da keinen Hintergrund mit drin haben, und dementsprechend werde ich das jetzt umstellen hier auf translucent unter Blend Mode, weil wir wollen den Hintergrund praktisch über den Alpha-Kanal transparent machen. Und des anderen, um das zu machen, müssen wir die Hintergrundfarbe ausblenden. Das heißt, wir gehen bei dem Alpha-Kanal raus, machen ein One-Minus. Das ist praktisch die Funktion dafür, um das ausblenden zu können. Damit gehen wir in die Opacity, und hier mit der Base-Color, die schieben wir in die Emissive-Color. So, das müsste es eigentlich dann fast schon gewesen sein. Tut sich aber leider noch nichts. Schaue ich nochmal hoch in die Base Color, vielleicht ist die Emissive Color jetzt die falsche Wahl der Waffen. Eigentlich sollte das jetzt auch transparent werden. Nein, da tut sich auch nichts. Stellt sich wieder. Ach, nee, das ist die Opacity. Und die Emissive Color. So, das ist ein lustiger Effekt, den ich jetzt da gar nicht genauer beschreiben kann, aber das ist manchmal ein bisschen buggy. Da muss man einfach noch mal ein bisschen schauen. Jetzt gehe ich nochmal auf den da, dann kann man da so drüber wischen, ob da irgendwas anderes rauskommt. Jetzt, genau, man sieht es jetzt, ich gehe jetzt auf mein Viewport und dann gehe ich hier auf Texture Target und wische einfach nochmal drüber. Und dann tut sich das updaten. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein Bug ist oder nicht, aber es kann manchmal recht verwirrend sein. Also wenn es nicht zum gewünschten Ergebnis führt, dann wieder da, wo es aufgenommen wird, wo dieses Capture-Komponent 2D drin ist, und hier beim Texture-Target einfach mit der Maus ein wenig drüber wischen. Tja, da muss Unreal noch ein bisschen Bugfix machen. Gut, jetzt haben wir hier unser Texture-Material fertig, und jetzt sehen wir natürlich hier, dass wir das Update haben, und auch dementsprechend ist das unser Tisch mit einem transparenten Hintergrund. Gut, dann speichern wir das ab und wechseln jetzt wieder rüber in unser Object-Widget. Und in unserem Object-Widget können wir jetzt unter unserem Image dieses Material zuordnen. Das heißt, komischerweise geben wir einem Image ein Material. Klingt lustig, funktioniert aber auch sehr gut. Im Endeffekt brauchen wir das Ganze jetzt nur zuordnen. Wir haben hier eine Brush, dann kommt das Image, und in diesem Image geben wir unser Texture. Unser Texture-RT-Material
hinzu. So, Unreal bemängelt jetzt, this material does not use the UI material, change the material domain. Das müssen wir einfach nur changen, das klicken wir jetzt an und damit haben wir das Ganze hier drin. Man sieht es jetzt auch schon, hier ist unser Table. Gut, wenn wir jetzt unser Material nochmal schließen hier, wir gehen zurück, machen unser Material auf, man sieht jetzt hier auch schön, dass es transparent ist, dann merken wir, dass Unreal das Ganze jetzt so konvertiert hat, dass es auch vom Widget verstanden werden kann. So, jetzt geht es hier weiter, jetzt haben wir hier unser Image, das haben wir jetzt hier oben und das ziehen wir uns jetzt mal ein bisschen größer, sodass wir hier eine Size haben, meinetwegen von Galvi, ich mache jetzt mal 500 auf 500, dann habe ich das praktisch schon so drin. Gut, als allernächstes müssen wir jetzt über dieses Table-Widget oder Object-Widget, wie ich es jetzt genannt habe, das müssen wir jetzt noch skripten, indem wir dem Ganzen dann auch praktisch sozusagen dann die Start-Rotation, End-Rotation oder Stop-Rotation und die Maus-Move übertragen zu unserem Object-BP, das wir hier alles definiert haben. Und genau diese Custom-Events wollen wir jetzt von unserem Widget aus aufrufen. Um dies tun zu können, muss sich unser Objekt-BP sozusagen auf der Welt befinden und natürlich auch referenziert werden über unser Widget, damit wir diese Funktionen, die wir hier definiert haben, eben ansprechen können. Gut, dazu benötigen wir von diesen dreien hier nur das Event-Konstrukt und das Event-Konstrukt, das wird jetzt unseren Actor, unser Object-BP spawnen. Wir machen hier ein Spawn Actor from Class und hier spawnen wir unser Object-BP. Ich mache es mal ein bisschen größer, dass man es auch scheit sehen kann. Object BP. Jetzt habe ich mich verschrieben. Okay, Object BP. Das werden wir hier spawnen. Uns brauchen wir eine Spawn-Transform. Wo werden wir das spawnen? Natürlich nicht jetzt mitten in unsere Landschaft rein, weil dann wird es hier richtig rumliegen, sondern wir spawnen das jetzt ganz weit weg, sodass es einfach nicht sichtbar ist. Und das machen wir jetzt mit einem Make Transform, weil hier wird ein Transform verlangt. Das heißt, wir machen hier ganz simpel einen Make Transform und diesen Transform, da schicken wir unser Objekt sozusagen ganz weit weg. Da mache ich einfach mal eine 1 mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 und damit ist es in der X-Position um eine Million verschoben. So, das heißt, es ist so weit weg, dass man es nicht mehr sehen kann, aber der Rest steht ja mit unserer Kamera und unserer Live-Übertragung, sodass das Ganze dann auch vonstatten geht. Gut, und damit wir das mit unseren Funktionen ansprechen können, unsere Custom-Events, müssen wir hier sozusagen das Ganze Promote-to-Variable machen und das wird einfach unsere Variable Object Reference, okay, machen wir Object Reference draus und dementsprechend können wir jetzt über dieses Objekt, über die Objektreferenz eben auf unsere Custom Events zugreifen. Gut, und damit wir die Maus-Events vom Hauptgame überschreiben können, über das Widget machen wir eine Funktion, einen Override und dazu benötigen wir drei Stück. Wir machen einen Override für OnMouseButtonDown, dann machen wir einen Override in der Funktion für OnMouseButtonUp und dann machen wir noch einen Override für OnMouseMove. Wir beginnen jetzt mit OnMouseButtonDown. Und das ziehen wir uns ein bisschen auseinander und dementsprechend werden wir jetzt in diesem Mouse-Button-Down-Override über das Widget sozusagen diese Funktionen ansprechen, wie schon gesagt, Start-Rotate, Stop-Rotate, Mouse-Move. Und das machen wir, indem wir hier rausziehen und sagen hier einfach Start-Rotate. Und wenn es nicht angezeigt wird, dann vielleicht den Kontext sensitiv entfernen. Hier kommt der Start Rotate und das Target, das haben wir hier im Event Graph als Object-Referenz zu unserem gespawnten Object BP Actor praktisch definiert. Und dann können wir das ganz einfach rausziehen, machen einen Get und schieben das hier in das Target hinein. Gut, die Maus-Location selber, die kriegen wir über den Get Player Controller. Player Controller
Get Player Controller und jetzt müssen wir die Maus praktisch jetzt umwandeln für das Widget. Dazu gibt es eine eigene Node, das heißt Get Mouse Position, Get Mouse Position und zwar Scaled by DPI. Das benötigen wir hier für die Umwandlung fürs Widget und dementsprechend machen wir dann einen 2D-Vektor draus, weil wir uns ja im Widget befinden. Dieses Start-Rotate erwartet ja praktisch auch zwei Variablen, nämlich X und Y, die haben wir auch hier. Und das heißt, wir machen hier einen Make-Vektor 2D und dann können wir die X zu X verknüpfen und die Y zu Y und das Result geht in die Maus-Location. So, jetzt ist ein Problem, wenn wir jetzt hier drauf drücken, kriegen wir hier ein paar Warnings, das heißt die Return Value, da sollte was gesetzt sein, die kann nur handled sein oder unhandled. Der Mausbutton ist ein einzelner Klick, das heißt, wenn das hier passiert ist, dann ist die Geschichte fertig und deswegen können wir sagen, das ist handled und dann geben wir ein handled zurück und dann sehen wir hier unten haben wir nur noch zwei Warnings, die kommen aber resultieren praktisch aus den anderen beiden Overrides. Gut. Dann geht es weiter mit OnMouseButtonUp, also das ist soweit klar, denke ich. Und dann geht es weiter mit OnMouseButtonUp. Bei OnMouseButtonUp wollen wir das Ganze beenden. Das, glaube ich, haben wir als Stop bezeichnet. Stop Rotation, Stop Rotate. Und dementsprechend kommt die Object Reference wieder in das Target. Und beim Stop, beim ButtonUp, das ist auch nur ein einzelner Event, das ist dann ebenfalls wieder handled. Und das verknüpfen wir, die Return Value, wieder mit dieser Return Value. So, wieder kompilieren. Jetzt sehen wir, haben wir nur noch ein Problem. Das ist praktisch hier beim Mouse Move. Und das Mouse Move, das ist das eigentliche, die eigentliche Geschichte, die das Objekt dann drehen soll. Das heißt, wir machen hier die Funktionen, die wir ansprechen müssen, glaube ich, heißt Start Rotate. Start Rotate. Das Target ist wie immer das Object. Man kann es ja, wie gesagt, auch gleich hier reinziehen. Also ist sofort da. Und jetzt die Mouse-Location. Das ist die gleiche Geschichte wie beim Start. Das heißt, wir können uns jetzt einfach das hier kopieren. Diese drei kopieren wir uns jetzt einfach rüber. Die kommen jetzt hier rein. Und dementsprechend kommt die Return Value hier hin. Und da der Mouse Move kein einmaliger Vorgang ist, sondern man kann es auch länger links und rechts moven, kommt hier ein Unhandled. Sodass diese Geschichte weiterhin verfolgt werden kann. Gut, das ist jetzt ein Unhandled und dann machen wir Compile und Save und dann sind wir soweit schon mal in der Object-Widget-Geschichte fertig. So, jetzt erzeugen wir uns ein Main-Widget, wo wir praktisch unser Object-Widget einbinden. Das heißt, wenn wir mehrere Objekte haben, können wir natürlich auch dann mehrere einbinden. Aber das könnt ihr dann mal selber versuchen. Gut, rechte Maustaste, User Interface Widget Blueprint. Ich nenne das Ganze jetzt main-wg für Main Widget. Das öffne ich jetzt auch gleich. Und dementsprechend liegt hier ein Canvas-Panel drin. Ich habe mir jetzt für mein 3D-Widget einen Hintergrund erstellt. Ihr könnt natürlich auch nur eine Farbe nehmen. Dementsprechend gehe ich jetzt wieder rüber und ziehe mir jetzt hier meinen Raumplaner mit rein. Das heißt, den habe ich mir schon vorbereitet. Der sieht bei mir dann so aus. Eine transparente Fläche mit abgerundeten Ecken. Ihr könnt euch auch sowas erstellen oder dementsprechend auch sozusagen einen Hintergrund machen. Also ich nehme jetzt hier ein Image in den Canvas Panel. Man kann jetzt bei dem Image sozusagen, kann ich jetzt mein Background dazu tun. Aber ich kann natürlich auch sagen, dass es eine Farbe hat, so wie das hier. Das wäre jetzt einfach mal weiß. Da gibt es die sogenannte Tint. Und da kann ich das dann auch abändern. So, wenn ihr jetzt keine Grafik zur Hand habt, dann regelt das einfach mal über so eine Image-Farbgeschichte. Gut, also ich lade jetzt meins rein. Ich habe es ja genannt Raumplaner WG und dementsprechend kommt das bei mir hier rein. Raumplaner WG, hier ist es auch schon. Man sieht es und ich mache das jetzt auch ein bisschen kleiner. Das muss ich dann nachher noch anpassen und in dieses Canvas Panel kommt jetzt auch noch mein Object Widget mit hinzu. Das kann ich direkt referenzieren hier oben. Object
Widget, da ist es auch schon, das lege ich ebenfalls hier mit rein. Das heißt, ich habe jetzt hier sozusagen meinen Table drin, den ich da auch noch ein bisschen verschieben kann. Der liegt natürlich jetzt an einer komischen Stelle. Das heißt, ich müsste vielleicht die Kamera noch ein bisschen rutschen. Muss ich mal schauen, wie ich da drauf bin. Eigentlich schön sauber. Dann schaue ich nochmal mein Main-Widget nach, wie ich das regeln könnte. Gehe ich nochmal auf diese Image-Geschichte und ziehe mir die noch ein bisschen größer, sodass ich das Ganze mittig habe. Genau, und da können wir dann auch noch mit raus. Und dementsprechend kann ich das Ganze auch ein bisschen runter tun noch. Jetzt können wir den Tisch auch noch ein bisschen größer machen. Das heißt, wir gehen mit der Kamera noch etwas näher ran. Da sehen wir doch hier schon das Update. Schauen wir mal, ob das noch so funktioniert. Dann speichere ich das nochmal. Gehe nochmal ins Main Widget. Da sieht man das auch schon, dass es schön groß dargestellt wird. Gut, dann Compile und Save. Dann gehen wir zurück in unser Third Person Example Map. Und jetzt mache ich einfach mal das Beispiel. Das ist im Endeffekt so, ich stelle jetzt mal einfach einen Tisch hinein. Das heißt aber nicht das Object BP. Das ist ja das, wo wir praktisch dann mit unserem Render-Target verknüpft haben. Sondern ich gehe jetzt einfach in den Starter-Content auf Props. Dann nehme ich mir einen Table Round und den werde ich jetzt da hineinstellen und dementsprechend werde ich den jetzt markieren hier im World Outliner, ein Blueprint draus machen. Das ist einfach dann der Knopf Blueprint Add Script, das heißt einfach nur draufklicken, dann auf Select und dann fertig ist das Blueprint. Und dieses Blueprint, das verschiebe ich jetzt erstmal rüber in meine 3D-Widget-Geschichte, dass es da alles einen Zusammenhang hat. Das schiebe ich hier rüber mit Move hier. Und dann habe ich das Ganze da drüben. Und zudem hier werde ich jetzt einfach das Widget hinzu addieren, das heißt hinzufügen. Dann mache ich hier ein Widget. Widget. Da kommt das Widget. Und das Widget soll sein, Widget-Klasse, das wird mein Main-Widget. Und da ist es auch schon und dementsprechend kann ich das natürlich höher ziehen und ein bisschen dahinter. So, und jetzt müsste man das vielleicht ein wenig kleiner skalieren. Also wenn man das hier skaliert, dann gibt es da ein Problem. Das würde ich, also dem würde ich, wenn man es hier skaliert, Entschuldigung, unter Scale, da gibt es immer kleine Probleme. Das heißt, man soll es verbindlich hier oben skalieren. Das heißt, hier rein und dementsprechend dann auch kleiner machen. So, dann haben wir das. Dann gehe ich da noch ein Stück hoch. Dann liegt dieses Widget jetzt da drüber. Was das jetzt für einen Sinn macht, ist natürlich eine andere Sache. Man könnte dann später auch mehrere Objekte haben, dass man das hier unten dann durchschaltet, dass man hier oben die Dinger da einschaltet, dass sie hier erscheinen und dann mit übernehmen könnte man das untere dann sozusagen auch praktisch überschreiben und austauschen. So, jetzt haben wir dieses Widget da eingebunden. Das Einzige, was wir jetzt noch beachten müssen, dass wir einfach Receive Hardware Input True setzen. Das brauchen wir auf jeden Fall, damit die Events ankommen. Und dann gibt es noch ein Two-Sided für das Widget. Das sollten wir auch machen. Also Hardware und Two-Sided jeweils auf True. So, gut, dann können wir das abspeichern und Save. Und dementsprechend können wir das auch schon mal ausprobieren. Da wird aber noch nicht so viel passieren, wenn wir jetzt da hingehen, weil wir können jetzt hier nämlich nichts machen, weil wir nämlich auch keinen Mauszeiger haben. Und dazu stelle ich euch noch zwei Möglichkeiten vor, wie man dieses Widget bedienen kann. Wir wechseln auf unsere Map unter Blueprints Open Level Blueprint. Machen wir ein Event Begin Play. So, Event. Event Begin Play und dann setzen wir den Input Mode auf Game and UI, also Game und Widget. Der Player Controller ist unser Get Player Controller und dementsprechend können wir noch den Mouse Cursor anmachen mit Set Show Mouse Cursor. Das kontextsensitiv raus, dann gibt es das auch zur Auswahl und den setzen wir auf True. Und das Target ist ebenfalls der
Player Controller. So, Compile Save, dann probieren wir das mal aus. Da seht ihr jetzt, wenn wir laufen, haben wir keine Maus. Wenn ich die rechte Maustaste drücke, verschwindet sie, sonst wenn ich laufe, habe ich sie da. Und hier funktioniert gerade nichts. Da haben wir dann noch einen Fehler drin, denke ich mal. Object WG, Event Graph, Konstrukt, bla, da wird gespawnt. Mausbutton Down Start, Mausbutton Up Stop und One Mouse Move Start Rotate. Das ist natürlich verkehrt an dieser Stelle. Da muss natürlich das Maus Move rein. So, dann verbinden wir das alles wieder. Habe ich das falsch rüber kopiert wahrscheinlich. So, dann Save und Play. Und jetzt versuchen wir das nochmal. Das ist je nachdem, ob ihr jetzt mit dem Third Person spielt oder nur mit einem Pan, mit einer Kamera. Und dann kann man dieses Objekt, wie man sieht, hier drehen. Ihr könnt es natürlich dann auch noch mit Y implementieren. Das ist natürlich dann zu lösen hier unten über den Break Vector und über die New Rotation. Das kann man natürlich auch alles aufbrechen und dementsprechend auch übersetzen. Wir können es ja mal versuchen mit Y, was dabei rauskommt, ob er uns das mitnimmt. Da schaut das jetzt so aus. Das ist natürlich ein bisschen witzig. Okay, auf jeden Fall kann man das Objekt dann schon mal hier frei drehen. Gut, also ich mache mir die Funktion jetzt wieder raus. Es ist je nachdem, was ihr damit anstellen wollt, kann man das natürlich dann so justieren, dass das in alle Richtungen auch sauber rotiert. Hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wo der Pivotpunkt von dem Objekt ist. Gut, diese Methode ist jetzt im Third Person nicht unbedingt die schönste. Das heißt, das mit dem Show Mouse Cursor baue ich jetzt wieder raus. Und ich brauche jetzt hier überhaupt keinen Mauscursor. Ich möchte nur den Input-Mode auf Game in UI sitzen lassen. Dann mache ich einen Save und dann hole ich mir den Third Person Character unter Content Third Person BP Blueprints Third Person Character und dem füge ich jetzt ein Widget Interaction mit hinzu. Das heißt, es ist noch was dabei, ein Modul, mit dem man Widgets bedienen kann. Und zwar gibt es hier eine Farbe, da nehme ich mir jetzt mal so ein Blau zum Beispiel. Und da muss ich das Show-Debug einschalten, damit das sichtbar wird. Und die Interaction Source ist nicht die World, sondern die Maus. So, das wären die Einstellungen, Farbe, Show-Debug und Interaction Source Maus. Dann Compile Save. Und wenn wir das jetzt ausprobieren, dann haben wir natürlich jetzt keinen lästigen Mauszeiger mehr. Aber sobald wir jetzt auf dieses Widget fahren, kriegen wir hier unser Interaction. Und dadurch sehen wir dann auch unseren Punkt und können das Ganze dann auch wieder drehen. Gut, jetzt haben wir noch ein Problem. Wir haben den Himmel dahinter, aber das ist ja logisch. Wir haben ja das 1 Million Einheiten hinausgeschoben in der X-Richtung. Und da das transparent ist, ist dann auch unser Himmel dabei. Dazu könnt ihr das Ganze mal in eine dunklere Box legen oder auch in eine weiße Box, dass das weiß auf weiß bleibt und so weiter. Da muss man einfach ein bisschen experimentieren, wie man es gerne hätte. Ich habe da jetzt einfach mal einen Trick. Ich bin da relativ faul gewesen. Ich nehme einfach mal die Sky Sphere raus. So, dann sieht das so aus bei mir. Und wenn ich das dann wieder starte, dann habe ich das auch schön sauber. Aber natürlich, wenn ich es mit einem weißen Hintergrund belegen würde, dann wäre das natürlich auch machbar. So, dann kann man das so drehen und so weiter, also mit weißem Hintergrund belegen. Damit meine ich, dass wir hier einfach mal eine weiße Plane dahinter schieben, dass man das eben dann abriegelt und dass das auch weiß ist. Gut, dann hole ich mir meine Sky Sphere wieder rein, dass ich sie wieder da habe. Und hole mir jetzt fürs nächste Beispiel auf mixamo.com einen Character in der T-Pose zuerst. Das heißt, einen auswählen mit der T-Pose, downloaden, aber das kennt ihr ja schon. Dann den Download starten, weil wenn wir den später auch verwenden möchten, das tun wir natürlich in dem Tutorial nicht, sollte immer die T-Pose mit als erstes installiert oder praktisch importiert werden. So, und dann gehen wir hier auf Content 3D-Widget. Da mache ich jetzt einfach mal einen neuen Ordner, den nenne ich jetzt einfach mal Character. Character und in diesem Character-Ordner, da lege ich jetzt einfach mal meine Maria mit rein. Das heißt, hier die FBX Import Options, die können alle so bleiben.
und Import All, das ist bei der T-Pose. So, da gibt es jetzt ein paar Fehlermeldungen, die können wir aber ignorieren. Ich mache jetzt hier oben auch mal ein bisschen was zu, dass wir da nicht zu viel aufhaben. Widgets, Table Round, Third Person Example Map, Third Person Character, okay, wird schon mal ein bisschen weniger, okay. Das war jetzt praktisch die T-Pose und jetzt hole ich mir noch eine Animation dazu. Da nehme ich jetzt einfach mal einen, schauen wir mal, was es da so alles gibt. Animation. Mache ich mal einen Rumba Dancing. Sieht bestimmt ganz lustig aus. Machen wir Download. Ich glaube, das kennt ihr ja auch schon. Das bleibt alles gleich. Das Einzige, was wir machen müssen, ist Without gehen, weil wir haben die T-Pose ja schon mit den Texturen geladen. Das müssen wir praktisch dann nicht ein zweites Mal tun. Dann lade ich das noch schnell runter. Und dementsprechend packe ich die auch hier rein. Und dann müssen wir darauf achten, dass wir hier auch das Maria-Skelett verwenden und nicht das von unserem Player. Das wäre natürlich wichtig, dass die Animation auch das gleiche Skelett bekommt. Und der Rest bleibt gleich. Dann machen wir Import All zur Kontrolle. Wenn wir es doppelklicken, dann ist es ja auch schon da. Gut, dann können wir jetzt hergehen und gehen in unser ObjectDB. Und dann adden wir hier einfach mal ein Skeleton Mesh. Skeleton Mesh. Skeleton Mesh. Add Component. Was mache ich denn falsch? Ich suche hier. Das ist blöd, oder? Add. Doch. Skeleton Mesh. Genau, das fügen wir hinzu, aber nicht unterhalb vom Point Light, sondern Attach an die Zähne. So, das Skeleton Mesh wird sein unsere Maria. Und da machen wir Use Animation Asset. Und da haben wir ja nur eins, das ist unser Rumba. Gut, dann können wir die jetzt mal da draufstellen. Dann machen wir so eine Art Table Dance damit. Und dann drehe ich das Ganze um 90 Grad rum. Und wechsle dann zu meinem Object Widget und sehe, dass das nicht ganz auf die Kamera passt. Das heißt, ich gehe hier rein, ziehe die Kamera etwas raus, in der Hoffnung, dass wir es jetzt drauf bringen. Genau, hier unten sehen wir es auch schon. Ein bisschen näher ran kann ich noch. Ein bisschen höher. Noch ein bisschen näher. So, ein kleiner Update. Ein klein bisschen höher, wie es aussieht. Und dann speichern wir das wieder ab und schauen uns das Ganze an. So, das sieht ja schon ganz süß aus. Können wir sogar noch ein bisschen näher, wie es aussieht. Und ja, so, jetzt haben wir hier praktisch die Maria und wenn wir uns das Ganze mal angucken, dann haben wir hier die Maria sozusagen beim Table Dance und hier kann man das drehen. Die Maria dreht sich jetzt nicht mit, das liegt daran, dass wir die Maria beim Static Mesh unten einklinken müssen, eingerückt, damit das Ganze miteinander verbunden ist und dementsprechend können wir jetzt wieder hier hin, hoffe ich, da bin ich auch schon, genau, dann dreht sich die Maria auch mit und so können wir das dann auch darstellen. So, das Ganze können wir jetzt natürlich noch erweitern, indem wir da einfach mal eine Plane nehmen, die wir sozusagen, ihr könnt auch so eine Art Fernsehmonitor aufbauen. Ich mache das jetzt mal nur fast and dirty, dass man sieht, was man da machen kann. Jetzt bauen wir das einfach mal so her. Und diese Plane, die bekommt jetzt ein Material. Und das ist unser RT-Material, Texture RT Matt. Und das ist jetzt verkehrt herum. Und dann kann man das Ganze auch drehen und so hätten wir praktisch auch gleichzeitig eine Monitorleinwand animiert, ohne einen Film vorher drehen zu müssen. Man sieht ja auch, dass es ein 2D-Widget ist, das heißt, wenn ich es direkt anschaue von der Seite, sieht man gar nichts und dementsprechend auch so. Das kann man natürlich jetzt nicht anfassen, es hat nicht die Mouse-Overrides
von den Functions wie das Widget. Das ist jetzt reine Monitorgeschichte und so könnte man natürlich mit Materialien rumspielen, dass da irgendwas vorbeisaust oder Farben flackern, die von der Seite mit der Kamera anleuchten oder komische Effekte und Lichter von der Straße einfangen, die man da wieder spiegeln lässt in solchen Planes. Und das kann dann ein ganz sehr interessantes Ergebnis bringen. Gut, so. Ich denke, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil man damit wahnsinnig viele Anwendungsmöglichkeiten hat. Und es macht unheimlich Spaß, solche Dinger zu projizieren. Also spielt ein bisschen damit rum und danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.